Boah, weißt du, ich hab so einen Lehrer, ne? Ja. Der fuckt mich unnormal ab, Mann. Er fuckt mich. Ab. Junge, der fuckt mich extrem ab. Wie fuckt der dich ab? Junge, wie in der Schule so, ich mag gar nichts so. Okay, ich rede ein bisschen, ich rede ganz normal, weißt du, wie jeder andere. Hm. Aber der denkt immer, dass ich derjenige bin, der so scheiße baut, weißt du? Ich bin so am Reden, ganz normal. Du hast so viel Mayonnaise drauf. Ach, Bruder, ist doch egal, Alter. Ist doch eh billige Mayo. Ey, du, das ist. Du verschwendest dein Essen. Ey, scheiß drauf, ja, dieser Lehrer, ne? Ja. Ich mach gar nichts so und er schreibt mich an. Ohne Grund. Boah, das sieht voll. Fass es dich an. Junge. Was machst du da, Junge? Chill doch, das ist doch nur Pommes. Junge, also, Junge. Pommes kann doch. Nein. Ist das deine Pommes? Ey, aber Bruder, du kannst doch ein Stück abgeben. Was für ein Stück? Pommes ist doch. Das kannst du einfach hier so. Junge. Pommes? Diese Pommes hier. Das hat einen langen Weg gemacht. Ein sehr langer Weg. Bis hierhin. Und du willst einfach so ein Stück essen. Geht nicht. Aber ich krieg doch wenigstens eine Pommes. Junge, du kannst doch bei dir zu Hause essen. Sieht voll lecker aus. Junge, ja, geht nicht. Ja, wie sagt ihr? Junge, wenn ich einmal... Chill doch mal. Wenn ich einmal deinen Finger sehe, in diesem Umfang hier, 20 cm in meinem Teller, boom, es ist weg. Okay. Es ist weg. Okay. Hm. Ich bin gerade so. Alles gut, Mann. Ich bin mal Bäcker, ja? Boah, Alter, ich glaube, ich muss aufs Klo, ja? Ja, geh gegen ruhig. Warte kurz. Wo hast du Banane her? Also hast du es mitgebracht, die Banane? Oder? Ja, hab ich von der Küche geholt. Von dieser Küche? Ja. Zeig mal kurz. Zeig mal, wieso? Ja. Zeig mal. Aber zeig mal, ich will es mal sehen. Nein, warte, ich will es mal sehen. Was machst du? Das ist meine Banane. Mm. Ja. Deine Banane. Ja, das ist meine Banane. Deine Banane. Ja, meine Banane. Deine Banane in meine Küche. Ja. Deine Banane in meine Küche. So wie du geierst, Mann. Du hast doch hier... Himmel, schieb das Hände weg. Beruhig dich. Dein Ernst? Einmal, ich esse jetzt nur noch so. Wenn ich deine Hand hier sehe, ist dein Problem. Ey, du bist echt geisteskrank. Ich glaub, ich geh. Geh! Was, nee, schau. Geh! Was ist so ein komischer Film, ja? Hm, ich finde den Film eigentlich ganz gut. Na, der ist voll komisch, ich mag den gar nicht. Lass was anderes drin. Hm. Boah, ich hab so Hunger, ne? Was willst du machen? Willst du nicht teilen? Nein. Was? Meinst du das gerade ernst? War nur Spaß. Hör auf damit! Was hast du vor? Ich dachte, das wäre nur Spaß. Mit Essen spaß ich nicht, ne? Boah, weißt du was? Du kannst gehen, ist mir egal. Geh! Ich dachte, sie wäre hier meinetwegen, aber sie will nur mein Essen haben. Komische. Haben Sie etwas Kleingeld? Bitte? Ich habe kein Geld, ja. Ich habe gar nichts. Wenn Sie was zu essen haben, können Sie mir auch was zu essen geben. Du willst Chicken? Warte kurz. Das ist echt nice. Okay, das ist was. Ja. Das Chicken haben. Mein Chicken. Du träumst wohl. Hast nicht mehr alle. Idiot. Was war da? Ab heute wirst du kein Fleisch mehr zu dir nehmen können. Was war da? KFC.
Was passiert? Was mache ich im Bett? Habe ich nur geträumt? Ich war doch erst. Ich war bei KFC. Das ist mein Chicken sogar. Was mache ich wieder im Bett? Hab ich nur geträumt? Ja, ich war bei KFC. Da ist mein Chicken doch. Was hat dieser Mann gemacht mit mir? Warum machst du so, hä? Warum machst du so? Ich hab doch schon bezahlt. Ist das nur bei Chicken Wings so? Oder bei alles mit Chicken? Mal gucken. Scheiße, Mann, was passiert? Warum wache ich mein Bett auf? Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Jetzt mal gucken. Vegetarische Nuggets. Mal gucken, ob das nur bei Chicken so ist. Vegetarische Nuggets. Sind es auch wie Chicken Wings, ja? Nicht schlecht, nicht schlecht. Kann ich das essen? Oh. Ich kann das essen. Was ist das? Scheiße, Mann! Oh, das schmeckt nicht mal nach Chicken, was ist das? Ich kann mal das essen. Ich muss den Mann finden, ich muss ihn finden. Es war hier. Es war genau hier. Genau um diese Uhrzeit. Mann, er ist weg. Er ist weg. Scheiße, Mann. Er hat mich verflucht. Er hat mich verflucht. Ich will wieder Chicken essen, Mann. Ey, bitte komm zurück. Du kriegst von mir alles, was du willst. Chicken Wings, Hot Wings, alles, was du willst. Mann! Scheiße, Mann, ich will wieder Chicken essen. So, Herr Kevin, schildern Sie mir bitte Ihr Problem. Wo soll ich anfangen? Also, ich war auf dem Weg von KFC und ich habe einen Bettler getroffen. Er wollte von mir Geld und mein Essen. Und ich habe ihm nichts davon gegeben. Weil, warum sollte ich auch? Und danach, als ich dann zu Hause mein Chicken essen wollte, ich weiß nicht, aber immer wenn ich das beißen möchte, ich verschwinde und wache mein Bett auf. Ich verstehe es nicht. Also das ist nicht normal. Mhm. Wie würden Sie ungefähr Ihre Freunde beschreiben? Was meinen Sie? Meine Freunde? Also, ob ich überhaupt Freunde habe, weiß ich nicht, aber sie wollen immer mein Essen haben, sie wollen immer was von mir haben, meine Schuhe, Sachen auch von mir ausleihen. Das passt mir gar nicht. Die sind einfach komisch. Ich kann sogar sagen, ich habe gar keine Freunde.
ehrlich gesagt. Herr Kevin, befinden Sie sich in einer Partnerschaft? Ja, ich habe eine Freundin. Und wie würde Ihre Freundin Sie beschreiben? Mit ihr komme ich sehr gut klar und sie liebt mich. Ich liebe sie auch. Aber manchmal nervt sie mich, weil sie will immer mein Essen haben. Das nervt tierisch. Das nervt mich einfach. Sie kann einfach selber ihr eigenes Essen besorgen. Zu guter Letzt, Herr Kevin, wie würden Sie sich selber beschreiben? Also, ich finde, ich bin ein sehr hilfreicher Mensch. Und ja, ich teile gerne mit Freunden, ich teile gerne mein Essen. Und eigentlich mache ich sehr viel für die Gesellschaft. Also ehrlich gesagt, ich bin ein sehr toller Mensch. Und ja, mehr kann ich von mir nicht sagen. Okay. Können Sie mir bitte helfen? Also von diesem Phänomen habe ich echt seit 1995 nichts mehr gehört. Aber die Lösung ist plausibel. Sie müssen einfach mal teilen. Teilen? Ja, rücksichtsvoll mit den Menschen. Sie haben doch gesagt, Sie teilen? Sie müssen rücksichtsvoll mit den Menschen sein. Teilen, ganz einfach. Also ich teile schon genug? Ich teile jeden Tag! Was reden Sie da? Wenn Sie das tun, ist einfach der ganze Schrecken vorbei. Dafür habe ich 100 Euro bezahlt. Natürlich. Da müssen Sie mir was von Teilen berichten. Es ist ganz einfach. Der Fluch wird weggehen, wenn Sie teilen. Teilen! Also bitte, ich bin hier weg.